moin, und da sind wir wieder. Der Luca und ich, der ich und der Luca. Ja, moin. Und weiter geht's mit WWE Supercard. Und bevor es losgeht, ich habe einen riesig großen Fehler gemacht. Also ich glaube, das ist der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe bei Supercard. Und zwar, ihr habt es gesehen, letzte Folge habe ich ja die Eve gezogen aus der King of Swing Belohnung und die auch zu Pro gemacht. Aber leider Gottes war ich so komplett verdeppert und habe gar nicht dran gedacht, dass ich weder die eine noch die andere Karte vorher geuppt habe auf 25 bzw. auf 20. Und ihr seht hier oben selber, es ist so ein Silber Pro und das fuckt mich im Nachhinein immer noch ab. Also, ich kann froh sein, dass ich wenigstens bei Dolph Ziggler Karten zu dem Video vorher war, also, vorzugsweise schon mal gehabt habe, ne? Dass der wenigstens Gold Pro ist, aber Eve als Diva, und ihr wisst ja alle, zumindest die, die Supercard spielen, ein Diven-Deck ist wirklich extrem schwer. Ob es jetzt, sag ich mal, abverstärkt aufwärts geht oder ob es eine Diven zu Pro machen geht, Diven sind sehr rar und das fuckt mich wirklich extrem ab. Sie hätte genauso stark sein können wie unsere Werte Nikki Bella. Aber gut, ich muss es da durch. Achtet drauf, Leute, wenn ihr zwei Karten habt und wollt sie zum Pro machen und ihr seht hier vorne kombinieren, ne, macht sie bitte vorher alle auf Hochlevel. So, aber es geht weiter. Und zwar geht's jetzt zu Folgendes. Es ist Evenzeit. Luca, was sagst du dazu? Ja, bei uns läuft ja ganz gut. Na, es läuft ganz gut, richtig. Es läuft ganz gut. Die Event-Karte für unsere Deckstufe, also die Team-Deckstufe, ist John Cena in WrestleMania. Und ihr seht bei Teamaufteilung, ich und der Luca, wir haben ja eigentlich, wie es eigentlich auch beim letzten Event war, 25 Teile ich, 15 Teile der Luca. Der Rest des Teams, der hält sich ein bisschen bedeckt hier vorne. Und das ist auch so der Grund, warum Luca und ich höchstwahrscheinlich, also die Entscheidung steht eigentlich schon zu 90% fest, das Team wechseln werden. Weil einfach wir keinen Bock mehr drauf haben, hier die ganze Gesamtleistung oder 90%, 80% der Teamleistung zu bringen. Und die restlichen sind einfach nur so Kartenschnorrer, die dann nach dem Event online kommen und die Karten abholen. Das geht gar nicht. Oder Luca? Nee, eigentlich nicht. Genau. Aber das ist auch der gute Zeitpunkt, weil wenn wir das Team wechseln, werden wir höchstwahrscheinlich in getrennte Teams gehen. Jetzt sind wir in einem. So, dann machen wir daraus eine Challenge, welches Team als schnellstes ihre Karte aufdeckt. Und der Verlierer muss dann halt eine Strafe machen. Das trifft sich auch ganz gut, aber ich denke mal, Luca wird auch noch was dazu sagen, was eher so sein Vorhaben ist. Ja, also eigentlich habe ich nicht so ein wirkliches Vorhaben. Kein wirkliches Vorhaben, das geht aber gar nicht. Nee, eigentlich nicht. So, dann starten wir mal kurz ein Game. Wie gesagt, wir wollen einfach jetzt das Team wechseln, weil auch viele dabei sind, unser jetzigen Team, die einfach ihre Karten nicht erben. Wir haben da einen speziellen Herrn dabei, der hat die Randy Orton Reward vom 28. Dezember. Ne, jetzt sind ungefähr 28, oh, man kann sagen, fast 2 Wochen, na 10 Tage her, und der hat es einfach nicht geschissen bekommen, das in diesen 10 Tagen auch voll zu haben. Der dümpelt immer noch bei 17 rum. Und das geht einfach gar nicht. Und wie gesagt, wir werden das Team wechseln. Ob wir jetzt direkt nach diesem Event wechseln, weil es geht ja leider nicht. Man kann ja während eines Events nicht, Team-Events nicht das Team wechseln. Ne? Aber ich bin der Meinung, es geht gar nicht. Falls ihr auch ein Team habt, auch Supercard spielt und ihr das aus eurem Team auch kennt, würde ich interessieren, haut mal in die Kommentare, wie das in eurem Team so läuft. Ob da denn viele aktiv sind, ob da auch so einige Schnorre dabei sind, die einfach dann nur zum Kartengammeln dann online kommen und sagen, yeah, thanks for the card und schlag mich tot. Ich weiß es nicht. So, wie sieht's bei dir aus, Luca? Ich gewinne gerade. Ja, ich denke mal auch. Gut. Das eine Gute ist... Beim letzten Ring Domination Event war ja das ständige Problem mit Server Connect, also warten auf Server und so weiter. Das haben sie jetzt endlich mal, glaube ich, geschissen bekommen. Die werten Herren von Supercard, dass es nicht so ist. Aber wir gucken mal. Wir hoffen mal, dass noch ein paar online kommen, dass wenigstens noch so 3-4 Leute sich ein bisschen bemühen, dass wir wenigstens die John Cena Karte bekommen. Meine, für mein Team Deck wäre es nix, für Luca auf jeden Fall. Ne? Aber haben ist haben. So! Genau. Ich habe hier jetzt Teile auf dem Deck. Ich weiß gar nicht, was ich bei den Teamkarten von diesem Team machen soll. Die haben ihre Karten alle nicht gehabt. Hier ist noch ein Randy Orton bei unserem Team. Der hat gerade mal, ich glaube, es müsste das Level 30 sein, so 9200 im Dreh. Ne? Die haben ihre Karten aber nicht. Und das fuckt mich persönlich ab. Das ist immer eine mühsame, wirklich extrem anstrengend. Gerade für mich da, wenn ich die Karte unbedingt noch brauche, ne, oder sage, okay, nimmst du zum Prone, aber es ist einfach extrem anstrengend. Wirklich anstrengend. Ja, das ist echt scheiße dann, weil manche im Team brauchen die Karten ja auch noch.
Ne? Und sowas wie dann dieser komische andere da aus unserem Team, der sagt, ja, ich brauche die Karte unbedingt und dann ein Teil macht, ist natürlich auch... Ja, ja, genau. Wir haben einen Spezialisten, der meint, ja, ich brauche die Karte unbedingt. Oh, ich habe einen Teil freigeschaltet. Oh, Mr. Perfect, besonders selten, brauche ich nicht mehr verzaubert. So, vertrainiert. So, ja, das ist ja das Problem. Aber ich denke mal, ihr könnt das sicherlich auch. Gut, wenn man zeitlich nicht kann, ist meine Meinung, okay, ne, dann geht's halt nicht. Da habe ich vollkommenes Verständnis dafür. Ne? Aber man sollte wenigstens seine Karten geschissen bekommen zu updaten. Und wenn man natürlich merkt, ich bin ja noch General, nachdem ich beim letzten Team-Event, bei dem Road to Glory Event, 92% der Punkte geholt habe. Ne? Von 1200 habe ich knapp 710, glaube ich, geholt waren das. Ja, es geht einfach nicht auf Dauer. Ne? Es geht einfach nicht. Da braucht man kein Team nehmen. Ist meine Meinung. Wenn man keine Zeit hat und sein Real Life im Vordergrund stellt, okay, halbe Stunde am Tag, ne, dann sollte man in kein Team reinjoinen. Weil das ganze Team leidet drunter. Ist meine Meinung. So. So, mein erstes Game ist fertig. Wie schaut es bei dir aus? Ich habe mein zweites Game schon. Ja, ich bin auch gerade beim zweiten Game. Ne? Ja, ich habe das erste gewonnen, direkt abgedeckt. Ich weiß gar nicht, wer setzen soll. Das sind so dreckige Karten. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, gerade einen Fail gemacht. Ja, ich habe einen Fail gemacht. Gut. Man sollte auch, glaube ich, ein bisschen konzentrieren, wenn man was redet, aber passt. So, wie gesagt, wir werden das Team definitiv auf jeden Fall nach Team-Event wechseln und mal gucken, wie es in dem Team dann laufen wird. Falls ihr ein Team habt, ne, und sagt, yo, ich habe ein Team, ich brauche, würde euch ganz gerne nehmen oder ich suche auch noch Leute für mein Team, ganz gerne, schreibt in die Kommentare. Also, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich ab morgen suchen. Und wenn es geht, für mich bitte, ich habe ein SummerSlam Deck und würde so ab SummerSlam auch suchen, beziehungsweise ab SummerSlam oder verstärkt. Und bei Luca habe ich Sportios. Ich glaube es ist WrestleMania Plus, kann aber auch sein, dass es normal WrestleMania ist, aber auf jeden Fall ab WrestleMania suche ich auch die. Yo, haut's in die Kommentare, wenn ihr sagt, yo, die Jungs kann ich gut gebrauchen und dann kriegen wir doch alles, glaube ich, hin. So. Okay, was haben wir? Das Ding ist auf jeden Fall los. Wir haben... Ja. Das ist los. Ja, wenn ihr die Karten nicht haben. Das ist einfach scheiße. Naja, was will man da machen? Demnächst kommt auch vielleicht Facecam von mir und Luca. Ich muss mir erst eine Facecam anschaffen. Das ist auch so teilweise der Grund, warum ich auch momentan noch nicht auf Twitch so aktiv bin. Weil ich schon so ein halbes Jahr immer vor mir hinschiebe, aktiv auf Twitch zu werden. Ich hab noch einen, wir machen nur kurz mit. Ne? Weil einfach die Facecam fehlt. Ne? Und ich einfach sage, okay, man sollte schon eine gewisse Qualität auf Twitch bringen und mit Facecam. Aber es kommt vielleicht demnächst. Vielleicht. Ne? So, ich denke mal, wir fangen mal hier mit Anderson an. Würde ich sagen. So, nehmen wir mal meine Asia Styles Karte. Ich war ein bisschen stolz, ich bin der Einzige aus dem Team, der Asia Styles geschafft hat. Ja, ich bin der Zweite, der Karl Anderson hat. Ja, siehst du. Auch ein Grund mehr. So, komm, setz was. Oh, wie viele Teile fehlt uns denn? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist es, das müsste auf jeden Fall Win sein. Eben war gerade los, hatte scheiß Karten drinne. Geh mal kurz durch. Die müssten so 25 nur sein. 26 so im Dreh. Circa. 25. Ja, wird eng. Mal gucken. Da kriegen wir es noch geschissen. Ja, 25 ungefähr. Na, vielleicht machen wir jetzt den 26, den 24. Wir gucken mal. So, also. Komm. Hau die Karte rein. Und fertig. So, ich bin. Wie gesagt. Wenn wir gerade auch zweimal bin, in einer Minute habe ich wieder einen Kamera. Ja, siehst du. Also, wie gesagt, das war's eigentlich mit diesem Video. Wollten nur mal kurz über das Event drehen, unser Vorhaben, was passieren wird demnächst. Und habt ihr ein Team und ihr sucht noch Leute, ist noch ein Platz frei, ihr habt ja gehört. Ich suche ab SummerSlam bis verstärkt und der Luca sucht ab WrestleMania bis SummerSlam. Schreibt in die Kommentare oder kommt auf unseren Teamspeak. Diese AP seht ihr ja eingebettet im Video. Und ich sage mal, wir sehen uns demnächst, wenn das Event vorbei ist. Macht's gut. Macht's gut.